Damit gelangen wir zum 10. Punkt der Tagesordnung. Es ist ein Antrag der Abgeordneten Christian Stocker, Georg Bürstmeier, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert wird, 2718. Der Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Card soll erleichtert werden. Dafür ist eine Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes notwendig. Und darum geht es in der jetzt folgenden Debatte. Die Rot-Weiß-Rot-Card regelt die Zuwanderung von Fachkräften aus Ländern außerhalb der EU. In Zukunft sollen Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels auch im Inland eingebracht werden können, sofern die Einreise nach Österreich rechtmäßig erfolgt ist. Das Ziel ist die Förderung qualifizierter Migration von Drittstaatsangehörigen. Den besonders Hochqualifizierten geht es dabei auch um Fachkräfte in Mangelberufen, Schlüsselkräfte, Stammsaisonniers und StudienabsolventInnen.